Strich am Markt ist die Adresse. Mit dem Elektroauto in den Urlaub zu fahren ist löblich, weil umweltfreundlich, kann aber auch so seine Tücken haben. Das musste Andreas Niesmann aus Ahlfeld in Niedersachsen feststellen. Sein Kurztrip nach Österreich war eigentlich ganz schön, doch anschließend gibt es wegen der Abrechnung fürs Laden mächtig Ärger. Alleine kommt er hier nicht weiter, deshalb schreibt er an hilfe@ndr.de eine E-Mail. Und mein Kollege Viktor Kupka hat einen neuen Auftritt. Markt mischt sich an. Och, das ist ja schön. Ja, aber das ist ja wirklich schön. Andreas Niesmann zeigt mir Fotos aus dem kleinen Walsertal in Österreich. Gemeinsam mit seiner Frau war er zum Langlaufen dort. Angereist sind sie mit dem neuen E-Auto. Praktisch, eine Auflademöglichkeit gibt es direkt vor der Tür. Vor Ort auf dem Parkplatz des Hotels waren zwei Ladesäulen. Man hat mir gesagt, von der Hotelseite aus würde ich gerne benutzen. Letztendlich, weil man es an der Ladesäule sehen kann, wie viel es kostet, habe ich mal geschaut in der App. Und wenn man hier auf die Ladesäule tippt, konnte man sehen, dass dort der Sofortstand circa Preis für einen Ladevorgang 13 Euro ein paar Zentrum. So stand es bei der Preisvergleichs-App, die er gerne nutzt. Doch zurück aus dem Urlaub wartet die böse Überraschung auf das Paar, eine saftige Rechnung. Bezahlt hatte Andreas Niesmann mit einer Ladekarte des Anbieters Elli. Das macht er immer so. Die wollen jetzt abkassieren und das nicht zu knapp. Als wir zu Hause ankamen, habe ich dann meine Kreditkartenabrechnung bekommen, wo dann eben zu lesen war, dass ich 408 Euro für diese beiden Vorgänge bezahlen sollte. Oder beziehungsweise bezahlt habe, dass ich mir ja schon vom Kreditkartenkonto abgebucht habe. Das heißt, wir haben jetzt 215, also ich hummelig 30 Euro gerechnet. Genau. Und dann standen da plötzlich 400 noch was. 408 haben wir zuerst für immer gerade auf. Summe genannt. Elli wiegelt ab. Dort heißt es, alles sei ordnungsgemäß gelaufen. Andreas Niesmann kann und will das nicht glauben und wendet sich schließlich an uns. Bei solchen Summen hätte Andreas Niesmann die Ladesäule